Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und nachdem ich schon versucht habe, die 10. Aufnahme hier zu machen, weil meine Elgata war nicht wollte, habe ich es jetzt endlich geschafft, Leute. Ich will nämlich mit euch über die Season 8 reden. Es wurden schon einige Items in den Gamefiles geleakt, die auch zum Battle Pass gehören sollen. Und was das Ganze so beinhalten will, das erzähle ich euch gleich. Lasst jetzt schon mal ein Abo da, natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts zu verpassen. Rund um Fortnite gerne auch meinen Creator-Tag angeben. METE-8 ist komplett kostenlos. Dann würde ich dann mal sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Viel Spaß! Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, denn bald soll in der Season 8, also die Season 8 soll mit einem Erdbeben beginnen und das Ganze ist auf jeden Fall gar nicht mal so unwahrscheinlich, aber wir fangen erstmal klein an und fangen mit den Gegenstandshop-Items, mit den Battle Pass Items an. Und zwar wurden einige Sachen geleakt, einige Sprays und so weiter, Erntewerkzeuge, die wir in den Gamefights haben, die gut zur nächsten Season passen würden. Und um die soll es nämlich gehen. Wir fangen mal direkt an mit dem ersten Spray. Und zwar ist es ein Angelhaken mit so drei Fischen. Soll einfach ein bisschen, also ihr wisst ja ganz genau, was heißen soll. So ein bisschen Wasser und Fischer und so, also die ganzen Classic-Sachen, sowas mit Wasser zu tun hat, Angeln und so weiter. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus, gefällt mir sehr. Ob ich so ein Spray benutzen würde, weiß ich selber nicht, weil ich benutze auch so keine Sprays, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich so ein Spray irgendwie benutzen würde, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut und cool, dass auch Epic Games sowas reinbringt und finde ich sehr interessant. Wir haben aber noch einige weitere Dinge bekommen und zwar haben wir so eine kleine Luke bekommen, so ein kleines Fenster, Unterwasserfenster, wo man sozusagen Fische sehen kann. Es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Es sieht aus wie so eine Schiffskabine, wo man so eine kleine Luke hat und rausschauen kann. Also ich finde es mega interessant und was mir schon auffällt, das Ganze hat immer sehr, sehr viel mit Wasser zu tun. Also wirklich, alle Sprays, die ich euch hier vorstelle, haben irgendwie was mit Wasser, Eis oder Schnee zu tun und das hat alles. Also das hat dieselbe Wurzel und zwar Wasser. Es ist klar, also Schnee kommt ja auch vom Wasser, ist ja, das weiß ja eigentlich jeder, wenn es schmilzt, wird es nass. Aber ich finde es mega interessant, weil die nächste Season ja, soll halt mehr beinhalten oder nicht mehr, aber Wasser, viel sowas. Und Gerüchten zufolge soll Polarpeak hier komplett schmelzen, es soll einen Knall geben, also ein Erdbeben sozusagen und dann soll hier wahrscheinlich eine Wasserlandschaft entstehen. Ja, zwar kein Sumpfgebiet, nicht so wie Moisty Meyer, nicht so groß oder keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall hier dieser Fluss, hier zum Beispiel dieser See, den ihr hier seht, ich weiß gar nicht, warum ich Fluss sage. Dieser See wird natürlich auch auftauen, denn Schnee ist ja bald zu Ende. In der nächsten Season wird es ja kein Eis mehr geben oder sonst was. Wie genau das sich verändern wird, kann ich euch nicht sagen, aber ich kann euch so viel sagen, Leute, Schnee werden wir nicht mehr lange haben. Also Schnee wird Epic Games auf jeden Fall auch entfernen, denn es hat ja nichts mehr mit Schnee zu tun, die nächste Season. Es ist nicht mehr im Winter oder sonst irgendwas. Es ist kein, ja, es ist kein Weihnachten mehr. So, also ich würde nichts damit mit Schnee in Verbindung bringen. Und das finde ich sehr, sehr interessant, denn wir haben noch einige weitere Dinge gefunden. In dem nächsten Spray haben wir nämlich einen Schneemann, der langsam schmilzt. Also das deutet auch an, dass der Schnee langsam verschwindet. Also das passt alles einfach zusammen. Dann gucken wir uns mal das nächste an direkt, denn bei dem nächsten haben wir ein Banner. Ich würde sagen, ja, das ist ein Banner, genau. Ein Oktopus. Ein Oktopus kennt eigentlich auch jeder von euch, weiß jeder, was es ist. Und ja, ein Oktopus gehört ja auch zum Wasser, also Unterwassertiere oder ja. Finde ich sehr interessant. Dann haben wir bei dem nächsten haben wir einen Nautilus, ein Hängegleiter, was auch so ein bisschen aussieht wie so diese kleinen, ich würde sagen, nicht Fruchtfliegen, aber kennt ihr diese Fliegen, die immer auf dem See sind? Ich weiß nicht ganz genau, wie man die nennt. Vielleicht wisst ihr das ja besser. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe gegoogelt, aber ich wusste einfach nicht, wonach ich googeln soll. Ich bin auf keine Lösung gestoßen. Aber daran erinnert mich das ein bisschen. Finde ich auch sehr interessant. Und was wir noch gefunden haben, ist ein Erntewerkzeug, was aussieht wie ein Oktopus. Also ihr seht oben an dem Griff oder oben an der Spitzhacke an sich, ist ein kleiner Oktopus. Finde ich sehr interessant. Kann man auf jeden Fall machen. Würde ich sogar als Battle Pass Skin sozusagen sehr feiern. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, interessiert mich auf jeden Fall. Ansonsten schreibt mal gerne in die. Ja, achso, wir sind noch gar nicht fertig. Ich weiß gar nicht, warum ich so eilig habe heute. Naja, okay, ich weiß es eigentlich. Aber wir haben noch einige weitere Sachen geleakt bekommen. Und zwar einige News zu dem Event, was bald in Fortnite passieren wird. Denn es wird ja ein Erdbeben geben und die Season 8 wird beginnen. Und zwar steht in den Gamefiles Earthquake Smoke Drop. Also Earthquake ist halt ein Erdbeben. Smoke Drop ist halt eine Smoke sozusagen. Smoke Dust Explosion. Tree Leaves Falling. Camera Shake. Earthquake, Floor Drop, Player in Water. Und da steht Player in Water.
Ja, bedeutet, wir sind im Wasser. Aus welchem Grund auch immer. Ich denke mal, hier Polar Peak wird komplett explodieren. Es wird Risse entstehen. Und ja, deswegen werden wir im Wasser sein. Und Snow Dust, also Schnee, Ja, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Ich weiß nicht warum. Es ist noch viel zu früh für mich. Es tut mir wirklich leid. Aber auf jeden Fall soll der Schneepulver sozusagen, ja, um die Welt sozusagen fliegen in Fortnite. Und die nächsten Leaks sind sehr, sehr interessant, denn dort steht Default Battle Pass S8 Lead Up Events, also Season 8 Events. Und das heißt sozusagen, der Battle Pass, diese Battle Pass Events sind schon geleakt worden in den Gamefights, sie sind schon anscheinend da und sollen nur noch bald freigeschaltet werden, wahrscheinlich am Dienstag, denn die Season geht ja nicht mehr lange. Dienstag kommt das nächste Update und dann wird es auch soweit sein, dass Epic Games sozusagen die ersten Season 8 Items in das Spiel reinpacken wird. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Entschuldigung, dass das Video ein bisschen durcheinander ist, ich muss gleich zur Arbeit und es ist sehr, sehr früh. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich wollte nichtsdestotrotz noch ein Video für euch machen. Ihr werdet das wahrscheinlich ein bisschen später am Abend sehen, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Lasst gerne ein Like, dann natürlich auch ein Abo da, lasst um meine Zukunft nichts zu verpassen rund um Fortnite. Gerne auch mein Creator Tag abchecken, METE-8, ist komplett kostenlos. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.